herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Wie kommt man von so einem einfachen Leinwandgewebe zu so einem doch etwas schwierigeren Beiderwandgewebe? Gucken wir es uns an. Im letzten Video habe ich die Leinwandbindung erklärt an dieser Pappe mit den aufgespannten Fäden. Das sind die grünen und den blauen Schuss. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich gedacht, ich mache das hier mal mit Papierstreifen. Die kennt man vielleicht sogar aus dem Kindergarten. Da hat man das schon öfters gemacht, dass man da die blauen, also in dem Fall die blauen Schussstreifen in die weißen Kettstreifen einflechtet oder eben einwebt. Hier ist die Leinwandbindung, die ist uns schon bekannt. Da geht immer der eine Schuss unter dem Kettfaden durch, über den Kettfaden, unter dem Kettfaden, über den Kettfaden und so immer im Wechsel. Und dann natürlich beim nächsten Schuss genau das Gegenteil und so entsteht die Leinwandbindung. Die Bindungspunkte, das ist typisch für die Leinwand, haben überall Kontakt. Also immer da so schräg. Jeder Bindungspunkt hat mit vier anderen direkten Kontakt. Das ist also die kleinste Bindung, die möglich ist. Und so wird sie aufgezeichnet. Ist total logisch, wenn man das sieht, wie das hier ist. Hier ist der Kettfaden oben. Und der wird hier so gezeichnet, ein dunkler Punkt, heißt der Kettfaden wird gehoben. Da ist der Kettfaden dann gesenkt, da sieht man dann den Schussfaden. Das ist in dem Fall blau, der Schussfaden. Aber man kann das ganz gut sehen, woher das kommt, wie man das aufzeichnet. Das ist also schon mal die Leinwandbindung. Kommen wir zur nächsten Bindung. Das ist die Köperbindung. Hier habe ich einen Köper genommen, wo die kleinste Bindung über vier Fäden geht. Das ist ein Rapport, nennt man das. Dieses hier ist ein Rapport. Das ist so lange, bis sich es wiederholt. Die kleinste Köperbindung wäre über drei, aber ich habe es, damit man es besser sieht, jetzt mal mit vier Fäden gemacht. Da ist der Unterschied zur Leinwandbindung, den sieht man eigentlich ziemlich schnell. Da geht der Schuss unter einem Kettfaden durch, über drei. Unter einem, über drei. Und beim nächsten Schuss versetzt man das um genau einen Kettfaden. Also über einen, dann unter einem und dann über drei. Unter einem, über drei. Unter einem über zwei. Also es gleicht sich dann immer wieder aus, wenn man das wieder versetzt. Das Typische ist, es entsteht hier so eine schräge Linie. Wie man sieht, ist hier ein Bindungspunkt nur mit zwei anderen verbunden. Das ist der Unterschied zur Leinwandbindung. Aber es wird auch genau so auch aufgezeichnet wie bei der Leinwandbindung. Immer ein Kettfaden, der gehoben wird, hat hier ein dunkles Kästchen. Die drei sind dann gesenkt, die Kettfäden, dann sieht man dann den Schuss und dann ist wieder der Kettfaden gehoben. Also immer, wo der Kettfaden oben ist, sieht man den Kettfaden. Und wo er unten ist, sieht man den Schussfaden. Köperbindungen gibt es ganz verschiedene, ganz variantenreich. Das ist aber jetzt eine einfache, um mal zu verstehen, wie das Prinzip funktioniert. Kommen wir zur nächsten Grundbindung. Das ist eine Atlasbindung. Auch da kann man ganz gut sehen, was das Typische für eine Atlasbindung ist. Hier hat nämlich ein Hebungspunkt von einer Kette keinen Kontakt mehr zum Nachbarn. Das kommt daher,
Das ist so, ich vergleiche das immer mit so einer Art Pferdchensprung beim Schach. Es wird nicht einfach schräg versetzt, sondern so, dass es, ja, hier zwei, drei rüber, eins hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht mit dem Pferdchensprung. Oder hier zwei hoch, eins rüber, zwei hoch, eins rüber, zwei hoch, eins rüber. So, damit keins einen Kontakt kriegt. Man kann aber ganz gut sehen, dass diese Bindung sehr eng zusammenzuschieben ist. Also man kann da sehr dichte Stoffe mitweben. Auch da wird es genauso aufgezeichnet. Die Hebung der Kette, ich zeige es hier nochmal. Hier ist der Kettfaden oben. Und da wird hier dunkel eingezeichnet. Also hier sind vier Senkungen von der Kette, dann sieht man dann den Schuss. Eine Hebung der Kette, da sieht man den Kettfaden. Dann wieder vier Senkungen, eine Hebung. Und dann immer wie so ein Pferdchensprung versetzt. Das ist die Atlasbindung. Auch da gibt es sehr verschiedene. Das ist hier die kleinste, die möglich ist, damit man mal versteht, wie das Prinzip funktioniert. Jetzt machen wir einen großen Sprung direkt zur Beiderwandbindung. Wer es bis hierher verstanden hat, super. Ich muss gestehen, jetzt wird es etwas komplizierter. Das liegt daran, dass die Beiderwandbindung zu den Doppelgeweben gehört. Wir haben hier einmal einen dickeren Schuss, den ich hier rot gemacht habe, und einen dünneren Schuss, den ich hier gelb gemacht habe. Im Prinzip ist bei der Beiderwandbindung sind da zwei Gewebe, die ineinander greifen. Ich habe versucht, das ein bisschen deutlich zu machen, indem ich diesen Faden immer ein bisschen dunkler gemacht habe. Und wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass die roten eine Art Leinwandbindung machen mit diesen Kettfäden. Also, wenn man sich das Gelbe alles wegdenkt und die anderen Kettfäden und man würde diese grauen und diese roten zusammenschieben, dann hätte man eine Leinwandbindung. Ähnlich ist es mit den gelben Fäden. Das ist jetzt schwieriger zu sehen, aber wenn man sich einfach vorstellt, die grauen wären gar nicht da. Und das Rot auch nicht. Würden auch die gelben Schussfäden mit den anderen zusammen eine Leinwandbindung ergeben. Der hier ist ja dann weg. Und der ist auch weg. Das Besondere bei der Beiderwandbindung ist, dass diese beiden Gewebe zusammen sind. An dieser Stelle geben sie zusammen ein Gewebe. Man sieht einfach nur hier dann ziemlich viel von dem Rot und nur ein bisschen von dem Gelb. Was man aber auch machen kann, ist diese Sorte. Man sieht ziemlich deutlich, dass das Rot da sehr viel weiter nach hinten tritt wie hier. Hier sieht man das Rot sehr viel, da die Kette hauptsächlich unten ist. Also man hat hier eine Ketthebung, dann sieben Senkungen, eine Hebung, sieben Senkungen. Und man sieht deswegen hauptsächlich diesen roten Schuss. Bei dem hier ist es umgekehrt. Dann hat man hier sieben Ketthebungen und eine Senkung. Hier dann anders, dann da der Gegensatz, eben hier eine Senkung, sieben Ketthebungen, wieder eine Senkung, sieben Ketthebungen. Deswegen sieht man sehr gut die Kette. Und das Besondere dabei ist, man kann es sogar ein bisschen sehen, wenn ich das hier so mal anhebe, dass ich da dazwischen gehen kann. Dass das zwei Gewebelagen sind. Ich drehe es nachher mal um, dann sieht man, dass das Rote nicht nur hinten durchhängt, sondern auch ein Gewebe bildet.
Und diese zwei Gewebe, ich drehe es mal um, hier kann man das ganz gut sehen, das, was ich vorher gemeint habe mit der Leinwand. Wenn man sich alles andere wegdenkt, das schiebt sich nur leider hier so ein bisschen, wenn man sich alles andere wegdenkt, wäre das einfach nur eine Leinwandbindung. Durch den dickeren Schuss etwas grober. Und hier hat man eine Leinwandbindung durch den dünneren gelben Schuss ein bisschen feiner. Das passiert dadurch, dass da viel mehr Kettfäden beteiligt sind als bei der unteren Bindung. Ich weiß, es ist etwas schwierig, aber das ist eben das Besondere bei der Beiderwandbindung, indem man diesen Teil mit diesem Teil abwechselt, kann man Muster machen. Entweder man hat einen Jacquard-Webstuhl oder man hat sehr viele Schäfte, wo man bestimmte Partien einfach abwechselt. Oder man macht es so, wie ich es in einem späteren Video nochmal deutlicher zeige, mit Auslesen durch Stäbe. Ich zeige hier nochmal, wie man das aufzeichnen kann. Ich habe jetzt extra, damit man das ein bisschen unterscheiden kann, da Kringel gemacht, wo der gelbe Schuss ist, und Punkte gemacht, die schwarzen Punkte, wo der rote Schuss ist. Man könnte das auch einfach gleich anzeichnen, das ist nur, um das zu verstehen. Hier kann man sehen, ein Kettfaden ist gehoben, die sind gesenkt und hier sieht man den langen Schuss. Dann ist der Kettfaden gehoben und hier sieht man den langen Schuss. Da, wo die Kringel sind, ist dann der gelbe Schuss. Da ist es ein bisschen mehr auf und ab. Dadurch entsteht auch dieses feinere Gewebe und hier dann wieder das mit den langen Flottungen von dem roten Schuss. Das obere ist dann dieser Teil, wo die Gewebe sich trennen, indem hier die Kette sehr viel gehoben ist und man nur hier den roten Schuss sieht, gibt es dieses Gewebe hier, das sich an dieser Stelle trennt. Ich werde es dann später auch noch in einem Originalgewebe zeigen, wo man es dann sehen kann. Aber ich hoffe, man hat wenigstens einen kleinen Einblick darin gekriegt, wie Beiderwand funktioniert. Und wenn nicht, dann wisst ihr jetzt wenigstens, es ist nicht so einfach. Hier habe ich ein gutes Beispiel für die Beiderwandtechnik. Das ist eines meiner ersten Bilder, noch ganz in Schwarz-Weiß. Man kann, wenn man näher rangeht, sehr gut diese Beiderwandtechnik erkennen. Man erkennt in dem Weiß, dass da immer diese drei Fäden mit dem Weiß zusammenbinden und dann ist da so eine feine Linie, wo so aussieht, da fehlt ein Kettfaden. Und der bindet eben unten mit dem Schwarz zusammen. So wie es eben auch in diesen Papierstreifen war. Man kann hier sehr gut sehen, dass das Schwarz einfach viel weiter flottet als das Weiß, das hier viel enger bindet. Und an der Stelle ist das tatsächlich hohl. Das ist ein Doppelgewebe. Und an der Stelle bindet es zusammen. Da gibt es ein Gewebe. Das sind diese zwei verschiedenen Sorten, die ich auch in dem Papier gezeigt habe. Man kann hier auch ganz gut erkennen, warum das Beiderwand hat. Es hat hier eine rechte Seite und eine linke Seite, wo das tatsächlich dann verkehrt rum ist, wo man auch ganz gut erkennen kann. Es ist dann nicht so die reine weiße Stelle, weil das hier miteinander sich verbindet, aber hier das Schwarz, da ist es eben das Doppelgewebe. Nochmal hier die linke Seite und hier dann die rechte Seite. Und hier kommen wir jetzt zu den Pferden,
die ich am Anfang gezeigt habe. Hier hat man den Entwurf gesehen, der wieder hier vergrößert wird, um hinter die Kette geheftet zu werden. Das ist meine Vorlage, die ich brauche, um zu wissen, wie ich mit den Stäben das Muster auslese. Und hier kommt jetzt das fertige Bild. Ihr seid ja jetzt schon Beidermann-Experten. Viel Spaß damit!